Herzlich willkommen zurück zu Deus Ex Human Revolution. Ja, ihr seht, ich stehe woanders als beim letzten Mal. Das liegt daran, dass es ein kleines Update von OBS gab. Wer auf der Software, mit der ich aufnehme, die jetzt hier irgendwie was in den Einstellungen komplett irgendwie geändert hat, was dazu führt, dass die Aufnahme völlig unbrauchbar war. Aber das habe ich zum Glück schnell gemerkt und ich bin eigentlich nur mit diesem Fahrstuhl gefahren, von oben vom Chef hier unten rein. Und dann kam jetzt nochmal die Meldung, ich wollte eigentlich da unten hin, aber es hieß, na, geh nochmal in dein Büro. Und nun ja, da sitzt jemand und mit dem werden wir uns jetzt unterhalten. Schön, Sie zu sehen. Verdammt, jetzt klinge ich wie seine Freundin oder so. Hey, Jensen, Mann, es tut gut, Sie zu sehen. Freut mich, dass Sie wieder da sind. Wie geht's Ihnen denn? Geht so. Tut mir leid wegen Megan. Es ist sicher nicht einfach. Eine Weile dachten wir, Sie wären auch hinüber. Alles geht den Bach runter. Erst der Angriff auf die Zentrale und jetzt die Sauerei mit der Fabrik. Ja, harte Zeiten für alle. Und bei Ihnen, Carella, alles okay? Ich weiß nicht. Ich hab's verbockt. So richtig. Was ist passiert? Naja, vor ein paar Monaten haben ich und Tyndall, na, Sie wissen schon, einer von Pritchards Technikern, angefangen, Neuropozin aus einem der Labors zu klauen. Mann, Tim. Dafür könnten Sie gefeuert werden. Schlimmer, es bedeutet Knast, wenn die Firma Sie verklagt. Was haben Sie sich dabei gedacht? Ich weiß. Es war nur... Es ist kompliziert. Ich wollte erst nicht mitmachen, aber es gab gute Gründe dafür. Egal, jetzt will ich raus. Aber Tyndall hat Aufnahmen von mir, wie ich das Zeug klaue, und lässt mich hochgehen, wenn ich ihm nicht mehr helfe. Ich sitze in der Scheiße, Adam. Ich brauche diese Aufnahmen. Ich weiß, dass Sie im Moment viel um die Ohren haben, aber ich könnte Ihre Hilfe wirklich brauchen. Okay, das ist dann also eine Nebenmission wahrscheinlich. Ziemlich mutig, ein patentiertes Medikament aus einem gesicherten Labor zu stehlen. Wie haben Sie das angestellt? Tyndall und ich haben alle zwei Wochen die Nachtschicht. Ich habe das Neuropozin in eine Tasche gepackt, während er die Überwachungskameras manipuliert hat. Ein Teil davon hat er wohl behalten. Neuropozin? Was wollen Sie mit einem Medikament gegen Abstoßungsreaktionen bei Augmentierungspatienten? Weiterverkaufen? An die Konkurrenz? Warum nehmen Sie automatisch an, es wäre mir um den Profit gegangen? Was ist mit Tyndall? Kann man nicht mit ihm reden? Man könnte es versuchen, aber Tyndall ist ziemlich entschlossen. Der berühmte Fels in der Brandung. Sie brauchen schon eine Cusio-Aug oder sowas, um den zu knacken. Casey? Cusio? Sozialoptimierer. Eine Augmentierung, die menschliche Reaktion und Verhaltensmuster analysiert. Mit der Luxusversion kann man Leute sogar direkt beeinflussen, mit Pheromonen oder so. Ist klar. Funktionsdetails. Und das Ganze interessiert mich, weil... Verdammt, Adam, lassen Sie mich wirklich so eiskalt abtropfen? Das ist echt übel. Ich habe wirklich ein Problem. Aber ich könnte Ihnen vielleicht eine Waffenmod besorgen. Mann, ich hätte nie gedacht, dass ich Ihre Hilfe mal kaufen muss. Tja, die Zeiten sind hart. Was genau soll ich für Sie tun? Sie müssen die Überwachungsaufnahmen zurückholen, die Tyndall von mir hat. Sie sind wahrscheinlich in seinem Apartment. Vielleicht auf seinem Computer. Und? Soll ich ihn im Telefonbuch suchen? Sein Apartment ist in der Nähe des Brooklyn Court. Reinkommen könnte schwer werden, weil das Gebäude von einem großen Sicherheitstor geschützt wird. Ich bin begeistert. Man kann das Sicherheitstor hacken, aber dazu muss man schon ziemlich gut sein. Sie sollten sich nach einem anderen Weg umsehen. Der Feuertreppe oder so. Ja, natürlich machen wir das. Klar, warum sollten wir es nicht tun? Also gut, erzählen Sie mir mehr. Wirklich? Wow, danke, Adam. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Die Aufnahmen sind wahrscheinlich auf dem Computer in seinem Apartment. Sobald Sie sie haben, treffen wir uns vor dem Parkplatz der U-Bahn-Station. Ab jetzt übernehme ich. Okay, Tyndalls Apartmentgebäude finden. Okay, haben wir doch hier so ein paar Sachen mehr, die wir zu tun haben. Und alles hat gemeint, dass wir ja draus müssen. Achso, haben wir überhaupt das Level-Up schon gemacht? Nee, wir haben zwei verfügbare Praxispunkte. Die sollten wir ausgeben. Frage ist, für was Schleichoptimierer? Sozialoptimierer, den finde ich halt schon interessant. Analysiert und überzeugt Personen. Den hätte ich gern. Ja, den nehmen wir.
gucken, ob sich das auszahlt. Aber ich mag das, wenn man auch mal ein bisschen Gespräche führen kann. Die Frage ist, können wir denn jetzt nicht Tyndall einfach überzeugen? Hier nochmal so ein Missionslog. Ach, und die Waffen, die behalten wir sogar. Über die Mission hinweg. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet. Dann war das ja schon eine schwere Entscheidung, die man da führt. Die Mission Hauptmission, genau, das sind die beiden Hauptmissionen. M5, Untersuchung des Hackers, und M6, Besuch der Limb-Klinik. Ach genau, dann müssen wir dann in die Leichenhalle nach Downtown. Geringes Übel. Inaktiv, aktiv. Nee, inaktiv? Ah, okay. Von Sarif. Man kennt aus Brian Tyndall. Genau. Gut. Ja, da gucken wir doch einfach mal, was wir jetzt davon als erstes machen. Kein Problem. Erstmal müssen wir hier raus. Mit dem kleinen UI müssen wir leben. Da gibt es wirklich nichts, auch keine Mods oder so, mit denen man das irgendwie ändern kann. Aktivierung von Zielen. Tabulator halten. Auf dem Einsatzziele-Bildschirm werden Ihre aktuellen Missionen und Einsatzziele aufgeführt. Das haben wir Sie schon verstanden. Sie können hier zusätzliche Informationen finden, um besser zu verstehen, was getan werden muss. Missionen können aktiviert oder deaktiviert werden, je nachdem, ob sie auf Ihrem Radar auftauchen sollen oder nicht. Auch deaktivierte Missionen können erledigt werden. Ja gut, das war jetzt nichts Neues. Gucken wir mal, wo wir jetzt hinkommen, wenn wir jetzt den Ort verlassen, das Gebäude verlassen. Kommen wir jetzt in die Stadt? Gibt es hier so eine Hubwelt? Ich finde es Wahnsinn, wie lang auch die Ladezeiten hier immer noch sind. Mrs. Reed. Oh, Adam. Tut mir leid, du hast mich erschreckt. Und nenn mich bitte Cassandra. Du und Megan, ihr wart lange genug zusammen. Ich habe auf dich gewartet. Hier draußen. Warum bist du nicht reingekommen? Ich weiß nicht. Ich bin wohl noch nicht bereit dafür. Du arbeitest hier. Aber für mich ist das auch der Ort, an dem ich meine Tochter verloren habe. Ja, da gleichgültig sind wir wahrscheinlich nicht. Ina ist, glaube ich, eher schon mitfühlend. Ja, mitfühlend wahrscheinlich. Achso, noch eine Info zu dem Sprecher von Adam. Das ist übrigens der gleiche, der auch den Hauptcharakter in Elex spricht. Finde ich schon beeindruckend, den jetzt hier mal in einer größeren Variabilität seiner Stimme auch zu hören. Ich weiß, was du meinst. Für mich ist es seitdem auch nicht mehr dasselbe. Es soll vermutlich gar nicht einfach sein. Es gibt anscheinend keinen richtigen Weg, um mit so etwas fertig zu werden. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das für dich gewesen ist. Nach allem, was du durchgemacht hast. Ja, vor 6 Monaten hat sich viel geändert. Ich kann kaum begreifen, wie sehr sie dich verändert haben. Erst konnte ich gar nicht glauben, dass du noch lebst. Wie kommst du damit zurecht? Ich wollte es nicht. Sie sagen, sie hätten mich gerettet. Aber ich bin nicht sicher, ob gerettet das richtige Wort ist. Ich verstehe deine Wut. Ich wäre auch nicht begeistert, wenn andere so eine Entscheidung für mich fällen würden. Aber trotzdem bin ich froh, dass du noch bei uns bist. Darf ich fragen, warum du mich sehen wolltest? Ja, natürlich, tut mir leid. Ich bin wegen Megan hier, wegen dem, was ihr zugestoßen ist. Oder besser, wegen des Standes der Ermittlungen. Was ist damit? Nun, einfach gesagt, ich glaube, etwas ist nicht in Ordnung damit, wie der Fall behandelt wurde. Du glaubst, dass da irgendwas vertuscht wurde? Ja, genau. Nenn es von mir aus Mutterinstinkt, aber bei meinen Gesprächen mit einigen der Ermittler gab es zahlreiche Widersprüche. Und dann traf ich diesen Kriminalbeamten. Er hieß Chase. Er war auch der Ansicht, dass nicht vorschriftsmäßig gearbeitet wurde, hat aber keine Beweise. Und jetzt willst du mehr herausfinden. Ich werde nie wieder das Lachen meiner Tochter hören, Adam. Sie wird mich nie mehr anrufen, um sich zu erkundigen, wie es mir geht, und ich kann sie nicht fragen, wie ihr Tag war. Sie wurde mir genommen.
Mir ist egal, ob ich darauf einen Anspruch habe oder nicht. Ich will wissen, warum es passiert ist. Du bist nicht mehr der gleiche, Adam. Und wir wissen noch nicht, ob es zum Guten oder zum Schlechten war. Aber ich weiß, dass du Megan geliebt hast. Würdest du mir bitte helfen, herauszufinden, was wirklich mit ihr geschehen ist? Natürlich. Ach komm, das machen wir nicht. Ich hatte nie Gelegenheit, den Angriff selbst zu untersuchen. Ich kümmere mich darum. Danke. Das bedeutet mir alles, Adam. Wirklich. Als erstes muss ich mit diesem Detective Chase sprechen. Gut. Er hat eine Teilzeitstelle als Wachmann in einem Apartmentgebäude am Brooklyn Court. Ich warte bis dahin bei dir in der Lobby auf dich. Warum braucht ein Detective eine Teilzeitstelle als Wachmann? Oh, er ist kurz nach dem Fall in Pension gegangen. Die Einzelheiten kenne ich nicht. Vielleicht erzählt er dir ja mehr. Bin unterwegs. Okay, ja, wir haben hier so eine Hubwelt in der Stadt und jetzt richtig viel zu tun. Jetzt sollten wir uns mal entscheiden, was wir machen. Muttergefühle. Die sind ja alle nummeriert, ne? Dann fangen wir doch erstmal mit dem geringeren Übel an. Wir fangen mit dem Wissenschaftler an. Der hat uns jetzt zuerst gefragt. Dann ja, machen wir den erstmal. Ist eigentlich ganz interessant, dass die Missionen hier nummeriert sind. Okay, ich weiß nicht, ob man das wirklich essen sollte. Okay, der hat schon alles rausgesammelt. Wahrscheinlich sollte man das nicht alles essen. Schön aus dem Müll gepflückt. Lecker, lecker. Also ich finde diese Demonstrationen gut. Diese Limpheinis sind doch Drogendealer. Ein paar von denen werden reich und der Rest... Wie kommen wir da hinten hin? Haben wir eine Karte? Haben wir, glaube ich, nicht. Doch, haben wir bestimmt. Klar haben wir eine Karte. So, wir sind hier und wir sollen zu den Apartments. Das heißt, ich bin ja... Nee, sollen wir nicht. Wir wollen doch hier zum Anwesen. Das ist dann jetzt schon wieder verwirrend, ne? Dass da angezeigt wird. Das ist der Besuch der Limp-Klinik. Oh, jetzt sind wir schon mal hier. Dann machen wir doch erstmal die Limp-Klinik. Achso, hier gibt es verschiedene Ebenen. Okay. Gut, aber da oben ist eigentlich nichts Spannendes. Ist ja nicht ganz... Ach, da. Da ist das geringere Übel. Was sollen wir denn eigentlich in der Limp-Klinik machen? Das Gefühl, wir haben hier noch gar nichts geschafft und wir sind schon wieder fast eine Viertelstunde um. Limp-Klinik. Achso, das ist die Ärztin, die unsere Genesung überwacht hat. Aufstände werden von der Regierung gesteuert. Sprechen wir halt mal mit ihr, ne? Wenn wir wirklich schon mal hier sind. Ist ja albern, hier wieder wegzugehen. Sozusagen, nö, mit ihr spreche ich nicht. Ah, Mr. Jensen. Mr. Sarris sagte, Sie würden vorbeikommen. Ich habe gerade Ihre Testergebnisse gelesen. Sind letzte Woche reingekommen. Soll ich mich schon mal freimachen? Erstaunlicherweise nicht. Ich finde in keinem Ihrer Berichte einen Hinweis auf Gliagewebe. Es ist 6 Monate her, Doc. Müsste ich nicht längst Neuroprotein brauchen? Eigentlich schon, aber die Tests konnten keine Implantatreaktion nachweisen. Im Gegenteil, Ihr Gewebe scheint die Elektroden immer besser anzunehmen. Ich kann also gehen? Tja, also, Mr. Seraph hat mich gebeten, noch ein weiteres Thema anzusprechen. Sie wissen, dass wir während Ihrer ersten OP verschiedene Sicherheitsmaßnahmen ergreifen mussten. Es wurden nicht alle Implantate aktiviert, ich weiß. Wir mussten die hämatombedingten Schäden berücksichtigen. Ihr Gehirn brauchte einfach Zeit, um sich zu erholen. Es musste sich an die Neuroprozessoren gewöhnen, um sie auf natürlichem Wege zu aktivieren. Kommen Sie zum Punkt, Doc. Was will Seraph?
Er denkt, Sie sind jetzt bereit, den Aktivierungsprozess mit einer speziellen Software, sogenannten Praxis-Kits, zu beschleunigen. Sie meinen, ich muss nicht mehr warten, bis meine Augmentierungen automatisch anspringen? Sie können auch warten, wenn Sie wollen. Allerdings hat Mr. Seraph in Ihrem Namen eine großzügige Spende für Limp hinterlegt, die gewährleistet, dass Sie, und nur Sie, jederzeit Zugriff auf die für Ihre Neurooptimierungen abgestimmte Praxissoftware haben. Bitte? Sehen Sie selbst. Okay. So, wir haben 8470 Credits. Okay, Typhoon-Munition können wir kaufen. Hypostim. Macht das. Ich werde 50 zusätzliche Gesundheitspunkte. Maximal 200. Achso, aber das ist ein einmaliger Effekt, kein dauerhafter. Und das ist eine Cyber Boost Pro Energy Dosis wahrscheinlich für... nächstes Essen. Und hier können wir Praxis-Skits kaufen. Krass, hier können wir einfach so kaufen. Gut, ich weiß nicht, wir kaufen einfach mal ein. Soll der Geiz. Also gut, Mr. Jensen. Benutzen Sie sie bei guter Gesundheit. So, und jetzt haben wir einfach so... einen Punkt gekriegt. Ja, jetzt haben wir einen Punkt. Okay, das heißt, wir können Geld in Punkte tauschen. Das finde ich gut. Das sollte es öfter geben. Demonstrationen sind nicht verboten. Das weiß ich, Officer. So, dann können wir jetzt wieder rausgehen und uns noch einmal nach der Klinik umsuchen. Nicht nach der Klinik. Wir kommen doch aus der Klinik. Ja, die Dingsbums hier, ne? Die... Oh Mann. Adam, sind Sie fertig in der Klinik? Vorerst. Gut. Ich will jetzt wissen, wer der Tote ist. Gehen Sie zum Polizeirevier und beschaffen Sie seine Neuralknoten. Und Adam, wenn Sie mit Reden nicht reinkommen, schlage ich einen strategischen Rückzug vor. Es muss an der Seite des Gebäudes einen weiteren Eingang geben. Hier liegt einfach Geld rum. Die Gegend ist jetzt zwar nicht die netteste, aber hier liegt einfach Geld rum. Ah, Anti-Auk-Terrorist auf der Flucht. Biologische Bombe in Seraph-Werk detoniert. Ja, gut. Das Übliche halt. Okay, hier kann man mit der Blue Line fahren. Kann man mit der fahren? Das müssen wir uns einmal angucken. Hier können wir echt mit der U-Bahn fahren? Hier geht's ab. Eliza ist dermaßen heiß. Sieht nämlich so danach aus. Hier geht schon wieder raus. Aber das... Nee, doch nicht. Okay, man kann auch durch die Kanalisation gehen. Innenstadt-Apartments. Da wollen wir hin. Genau, hier war er geradeaus. Das ist zu schwer, um das zu bewegen. Das geht dann wahrscheinlich später. Sollte es hier nicht einen Weg durchgeben? Ja. Aber nicht für uns. Kann nicht so schwer sein, jetzt zu diesen Apartments zu gehen. Wie kommen wir da am besten hin? Ja, dann gehen wir die Treppe da wieder. Oder gibt es eine Möglichkeit, das über die untere Ebene zu machen? Weiß man auch nicht, ne? Ich würde ja eigentlich schon ganz gerne mit dem Typen reden. Müssen wir doch wieder hier durch. Ah, das ist unbefriedigend irgendwie. Es gibt ja auch keine andere Möglichkeit, hier irgendwie rauszugehen.
Achso, gut, man kann wirklich nicht damit fahren, ist das wirklich nur Deko? Unfassbar. Diese Folge haben wir echt nicht viel geschafft. Egal. Ach ja, die gute alte Zeit, wo man dann einfach zum die Mission einfach gestartet hat. Wobei, hier sind wir dann ja wieder. Laufe ich hier schon wieder so ein bisschen in die Irre. Wir müssen da hinten hin. Kann nicht so schwer sein. Hier durch. So. Hier außen vorbei. Aber das, die Karte bringt einem einfach auch nichts. So, keine Verbesserung. Der Mythos der humanen Augmentierung. Die Menschheit hat stets danach gestrebt, sich selbst zu verbessern. Seit den frühesten Anfängen der Zivilisation haben wir unseren Verstand durch Bildung und Wissen, unsere Seelen durch die Suche nach spiritueller Wahrheit und unseren Körper durch die Ausmerzung von Hunger und Krankheit stetig verbessert. Sie mögen es mir nachsehen, wenn ich den Menschen als göttliche Maschine bezeichne. Er ist das ultimative Sinnbild des Lebens auf Erden und damit gleichzeitig deren wertvollstes und heiligstes Gut. Unsere Menschlichkeit ist alles, was wir haben, was wir sind. Doch nun senkt sich ein Schatten über diese Reinheit, der Schatten der Habgier und der Schwäche. Wir haben die Macht, unser Fleisch durch Stahl und Plastik zu ersetzen. Aber die Wahrheit ist, mit jedem Teil ihres Körpers, das sie aufgeben, stirbt ein Teil ihrer Menschlichkeit. Werden sie dadurch besser? Ja, das ist die Frage. Willst du irgendwas kaufen oder verkaufen? Falls ja, bin ich dein Mann. Ist alles auf dem Computer. Zum Greifen nah. Alles klar. Wir können sogar verkaufen. Aber eigentlich möchte ich derzeit noch nichts verkaufen. Bin auch sehr zufrieden mit dem, was wir haben. Was verkauft da? Munition hauptsächlich. Waffen. Automatisiertes Entriegelungssystem. Ah, interessant. War mir ein Vergnügen. Dass ich nichts gekauft habe? War dir ein Vergnügen? Wenn du meinst. So, aber hier geht's doch auch nicht durch. Was ist das für ein Blödsinn? Ach, hier geht's durch. Grayson hat mir echt heiße Ware vermittelt. Diese Augfreunde gehen. Diesmal geht's hier vielleicht wirklich durch. Das ist ja unfassbar. Darüber nach, meinen Pitbull augmentieren zu lassen. Auch wenn es hier nicht sonderlich einladend aussieht. Diese Stadt ist eine einzige Gosse und daran wird sich nie was ändern. Ah, das ist dieses Hacking-Ding. Ganz Stufe 2. Wobei, Hacken? Haben wir Hacken auf 2 geändert? Gesundheitssystem, Netzhaut. Hacken. Haben wir auf 2. Hacken von Terminals der Stufe 1. Hacken von Terminals der Ah, das können wir uns aber kaufen. Ja, das können wir doch gerade gebrauchen. Und dann würde ich sagen, werden wir nächste Folge mal hier so ein bisschen hacken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.